veranstalten hier gerade den ersten deutschen Fitnesswissenschaftskongress mit der Intention, die Begriffe Fitness und Wissenschaft noch näher miteinander zu verknüpfen. Mit dabei sind Top-Referenten aus Sportmedizin und Sportwissenschaft. Wir sind heute am IST in Düsseldorf, haben uns dort zusammengefunden, um die Neuigkeiten aus der Wissenschaft in die Praxis schneller hineinbringen zu können. Der Kongress soll Impulse geben für den Fitnessbereich. Was ist eigentlich die Entwicklung der Zukunft? Denn das ist Wissenschaft. Ich finde die Fragen sehr, sehr interessant, die aus dem Auditorium kommen. Ich finde die Vorträge toll. Die Atmosphäre ist super, auch hier in den Räumlichkeiten. Es ist toll, auch hier referieren zu können. Schön zu sehen, dass mehr so erforscht wird und auch mal tiefgründiger geguckt wird und nicht so jeder geht ins Fitnessstudio, weil es vielleicht cool ist. Für mich war es sehr wichtig, hier dabei zu sein, einfach weil das sind dann nachher wirklich auch die Personen, die dann nachher in der Praxis dann tätig sind und die sollten halt dementsprechend auch relativ gut ausgebildet. Ich freue mich über so ein sehr interessiertes Publikum und bisher der Ablauf super gut organisiert. Ja, die Stimmung ist sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass das ja gerade unter den Fitnessleuten sehr offen ist, so familiär. Man eigentlich ist jeder so per Du und ist eigentlich so ganz nah, halt wie so eine Sportlerfamilie. Das finde ich immer ganz schön. Ne? Also ich glaube, dass das ein Format ist, was durchaus auch zukünftig wiederkehrend stattfinden könnte. Also eine tolle Veranstaltung, es läuft alles gerade sensationell und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch dabei sind.